Hi, ich bin's, Erik von Laserscanning TV, von Laserscanning Europe. Ich habe eigentlich ein paar Tage frei, aber es gab neulich diese eine Rückfrage auf mein Video, welche Typen von Target gibt's? Und da fragt ein Nutzer, ja, aber wann verwenden ich eigentlich Targets? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und das möchte ich mal in dem Video erklären. Und wenn dich das interessiert, bleibt wie immer dran. So, ich mache es mir mal ein bisschen bequem hier. Weil das ganze Thema ist nicht ganz so einfach, euch das zu erklären, aber ich versuche mal für euch die wesentlichen Fakten zusammenzufassen. Ich unterkläre das mal. Also einfach erkläre ich, worauf kommt es bei der Registrierung eigentlich an, wie funktioniert das, wie funktioniert das mit den ohne Targets und wie funktioniert es mit Targets und wann könnt ihr die wo einsetzen und was sind da die Probleme und die Vorteile. Und dann habe ich noch was aus einer Bachelorarbeit, die jetzt ein paar Tage alt sind. Und das könnte auch ganz interessant sein für euch, da die Neuerungen, die neuesten News aus der deutschen Forschung zu wissen. Also das kommt dann zum Schluss. Und jetzt springe ich damit rein. Wir haben nämlich da mal was gemacht. In dem Bereich schon 2016 kann man das sehen. Ich fahre hier mal hin, wurde es veröffentlicht. Habe ich damals mit dem Dr. Steffen mir ein paar Gedanken gemacht von PointCap zu diesem Thema. Ich will mal ganz kurz die Begriffe nochmal definieren. Ja? Also targetlose Registrierung oder zielmarkenlose Registrierung oder Registrierung über Punktwolken oder Cloud-to-Cloud. Also immer, wenn wir irgendwie keine Zielmarken haben, fällt das in dem Bereich. Und wenn wir Zielmarken haben, was Kugeln, Schachbrettmarken, identische Punkte, ich glaube, ich habe da alles hoffentlich sind, oder GPS, naja, GPS-Position nicht. Also die Sachen, dann sind das Zielmarken. Ja. So, und wie funktioniert das jetzt? Ihr müsst bei der Registrierung ohne Targets, ist es wichtig. Also entweder werden da Punktwolken miteinander verrechnet, also hier steht Clouds, oder es werden Features gesucht, also Features sind zum Beispiel Ebenen, identische Punkte, solche Sachen, meistens ist Ebenen suchen, werden die gesucht und werden die miteinander verglichen. So. Und das große Thema ist erstmal, der Scanner weiß oder die Software weiß nicht, welcher Scan war wo. Ja, also und um es auszugleichen, muss man immer so drei Schritte machen. Zuerst muss man Konstellationen aufbauen, also die Software muss verstehen, wer ist welcher Nachbar. Dann wird das berechnet, kalkuliert und dann werden die zum Schluss, also zuerst die Nachbarn zusammengerechnet und zum Schluss wird über die gesamte, beim Zusammenrechnen der Nachbarn entstehen, dann können dann beim Zusammenrechnen immer kleine Fehler entstehen, so würde dann zum Schluss ein großer Fehler entstehen und da versucht man das global nochmal auszugleichen, um diese Restfehler zusammenzupassen. Und da sind wir hier mal mit einem Beispiel reingegangen, ich würde hier vorne gar nicht eingehen, weil 2016 softwaremäßig alles sehr alt. Aber hier wurde mal erklärt, zum Beispiel in einer Schule haben wir das hier, dass in der Schule haben wir das Problem, dass wir, sieht man jetzt zum Beispiel Scans eines, also wie gesagt, hat er eben diese Probleme, das zusammenzufinden. Also wenn wir die Scans in einem Klassenraum sehen, dann funktioniert das sehr gut, weil die Nachbarschaftsbeziehungen sind eben erkennbar drin in einzelnen Räumen. Und wir brauchen immer einen hohen Überlappungsgrad, also die Scans müssen irgendwie sehr sauber überlappt sein, damit die nicht sich verdrehen, verschieben, verruckeln können. Wenn man das sieht, erkennt man sehr gut, dass das hier viel einfacher ist, als wenn das stabil aufeinander liegt und das immer in 3D vorstellen. So, heißt dann im Klassenraum viele Scans gemacht, sehe ich immer Wände, 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 funktioniert das relativ gut, außer ich habe alles Glas, dann funktioniert das nicht gut. Ne? Wände, Decken und Boden. Ja, natürlich auch ein Rednerpult, wenn das da drin steht oder so, wenn es groß genug ist. So, also da funktioniert das sehr gut. Problem ist, die Klassenräume sehen da alle gleich aus. Das heißt, wir brauchen diese Zuordnung, sonst wissen die gar nicht, sind die Scans jetzt im Klassenraum 1 oder 2 oder 3 drin. Ja? Und da würde der sich halt erstmal tot suchen und, oder es könnte auch Fehlzuweisungen geben. So, also daher muss man irgendwie rauskriegen, wie sind die Nachbarschaften. Ansonsten testet ihr auch jeden mit jedem und wenn ihr das mit gesamten Punktwolken macht, haben wir da eine Exponentialfunktion und das wissen wir jetzt ja alle durch Corona, der Rechenaufwand kann super groß werden. Also wenn ihr da 3000 Scans in so einer klassischen Punktwolkenverrechnung reinmachen wollt, da werdet ihr richtig Zeit verbraten und das wird auch sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Jetzt haben wir das Problem, wir haben zum Beispiel die Klassenräume, zum Beispiel kann so ein Problem auch auf dem Gang auftreten. Na, linienhafte Strukturen wie so ein Gang in der Schule haben das Problem, dass es erstmal die Geometrien unter Umständen nachher zwischendrin beim Scannen immer gleich aussehen, weil wenn ich da in so einem langen Flur bin, dann habe ich immer nur Türen rechts und links und Nachbartüren, wenn die Abstände gleich sind, dann weiß der Scanner gar nicht, bis ich im ersten Drittel oder im zweiten Drittel von dem Gang. Da habe ich dieses Problem unter Umständen auch. Kann sein, dass da
eine reine Registrierung über Ebenen unter Umständen nicht gut funktioniert, wenn da nicht irgendwelche Geometrien drin sind. Beispiel wäre zum Beispiel ein Tunnel. Da wird das nicht funktionieren. Ja, also da versagt so eine Registrierung ohne Punktwolken bestimmt sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Ja, also wir reden von einer glatten Tunnelröhre mit festem Durchmesser. Wir reden nicht von einem steinigen Tunnel, bergbaumäßig. Weil da habe ich wieder ändernde 3D-Geometrien. Da funktioniert das unter Umständen sehr gut. Ja, also da seht ihr das. Wir müssen zum Anfang diese Bedingungen aufbauen, also die Nachbarschaftsbeziehungen und das alles zusammensetzen und dann über alles ausgleichen. Und sobald wir ähnliche, also linienhafte Strukturen haben, könnte das definitiv zum Problem werden. Und es wird auch in vielen Softwareprodukten ein Problem, wenn es einfach zu viel ist. Ja? Wenn wir aber klassische kleine, sag ich mal, das Grundlegende mal sagen, 80, 100 Scans kriegen, meines Erachtens, so was ich gehört habe, so ein Pharosin, so eine Leica-Software, eine Trimble-Software, das kriegen die alles sehr gut hin. Ja, das Problem kreuzt auf, je nachdem, wie die das rechnen, wenn wir da mit 1000 Scans reingehen. Also, das ist immer als Faustregel, sehr große Scan-Datensätze können problematisch sein. Sollte man sich überlegen, ob man das macht. Ja, also, ihr könnt das sehr gut einsetzen, indoor, wenn die Projekte nicht zu groß sind und wichtig ist. Ihr müsst unter Umständen auch so scannen, dass es für den sehr gut funktioniert mit diesen Überlappungsflächen. Da springe ich hier nochmal gleich hier rüber in so ein anderes Video, was wir hier haben von Point Capital. Die sieht man das sehr schön hier, die haben das mal gezeigt. Das ist eine zu kleine Überlappungsfläche hier. Und da können dann so eine Verruckelung hier funktionieren. Ne? So, also zum Beispiel, wenn wir jetzt unseren Klassenraum betrachten, ist ja der Übergangsscan zwischen Flur und Klassenraum, und das hängt ja da dran, ist die Tür. Und wenn ich nur vor der Tür stehe und scanne in den Raum rein, dann kann ich da das Problem kriegen, dass die Übergangsfläche so klein ist und der ganze Klassenraum wegwackelt. Das heißt, im Indoor-Bereich ist es zum Beispiel bei engen Stellen immer gut, dann zum Beispiel den Scanner in die Tür zu stellen, um einfach einen Scan zu haben, der die mögliche Überlappung wieder darstellt. Ja, also das ist ganz wichtig, das zu beachten. So, dann springe ich hier mal wieder zurück. Ich hoffe, ich kriege das hier hin auf die Schnelle. Zack, zack, da bin ich. Was wir hier sagen können, ist zum Beispiel, dass habe ich hier irgendwo im Außenbereich ist ein Punkt. Außenbereich, wie gesagt, ich habe es ja schon mehrfach erklärt, wir brauchen dreidimensionale Überlappungen, die, sagen wir mal, besser 40% sind. Außenbereich wird das oder 30%. So, und dann haben wir das Problem, wenn wir jetzt auf dem Feld stehen. Ja, oder wir haben eine Fassade und hinten ist ein Gewerbegebiet und da ist nichts gebaut und alles frei. Wo kommt dann unsere 40-prozentige Überlappung her? Oder 50 oder 60%, damit das stabil läuft? Ja, in dreidimensional. Ja, da wird einer sagen: Ja, aber ich habe doch eine lange Fassadenwand. Die überdeckt doch im Horizont und ich habe einen Fußboden. Ja, aber die Fassade, ihr habt dann zwei Richtungen abgesichert: den Boden und die Seite abgesichert. Aber ein ganzes Projekt kann so und so hin und her rutschen. Das heißt, wenn ihr nicht noch irgendwas habt, was hier steht, schiebt euch das alles hin und her. Das heißt, im Außenbereich, wenn ihr nicht wirklich sicherstellen könnt, dass ihr dreidimensional, also zumindest 2,5D, im Deckel habt ihr ja kaum draußen, dass ausreichend Geometrie da ist, die ihr mit eurem Scanner auch seht. Ja, wenn ihr mit eurem BLK 360 da mit seinen 60 Meter bei tollsten Bedingungen, aber nicht bei Sonnenschein, da irgendwo auf dem Feld steht, der wird ja nichts sehen. Das gleiche wird mit einem 70 Meter Faro-Scanner sein. Und wenn die Strecken weit genug sind, dann werden auch 150 und 350 versagen. Deshalb musste man dann mit Langreichweiten-Scanner scannen, wenn man das sehen möchte. So, ne? Also da könnte man das machen, wenn am Horizont genug zu sehen ist. Ja, in Minen zum Beispiel wird das so gemacht, in Open-Pit-Minen, also in so offenen Minen. Da kann man sehr gut mit Langreichweiten-Scanner von Riegel oder Teledyne Cloud-to-Cloud registrieren, da funktioniert das. Also da braucht ihr das draußen. Also draußen müsst ihr immer überlegen, wenn ich draußen scanne, habe ich genug 3D-Geometrie, damit das zusammenpasst. Ja? Ein weiterer Punkt ist, dass man unter Umständen so einer Zusammenrechnung in einigen Softwaren über Cloud-to-Cloud nicht so wirklich eine stabile Aussage bekommt, wie das nur wirklich so genau zusammenpasst, wie genau ist mein einzelner Scan. Das sind dann immer so eine statistischen Aussagen.
Na, wir haben das manchmal, da steht über alles wurde hier mit 8 mm ausgeklickt und einfach einmal dreht ein Scan komplett raus. Und das ist auch kein Problem, weil wenn da 100 Scans sehr genau sind, da kann einer auf 5 cm weg sein oder 8, dann ist es immer noch in der Summe sehr genau in der Statistik. Ja, also da müsst ihr auch aufpassen. Wenn ihr da Nachweise braucht, müsst ihr überlegen, mit welcher Software macht ihr das. Ja, das ist ein Vorteil von Targets. In einer vernünftigen Ausgleichungsrechnungssoftware kann man das sehr genau nachweisen, wie genau die Einzelpunktgenauigkeit von so einem Scan ist. Wenn ihr mit Targets arbeitet, haben wir genau das Gleiche. Zum Anfang müsst ihr da natürlich draußen die Targets verteilen, was länger an Zeit dauert. Ja. Und ihr müsst euch auch Gedanken machen, wo ihr die hinmacht, weil wenn ihr die schlecht verteilt, dann kriegt ihr das auch in der nicht mehr gerettet. Oder nur mit Fummelei und was hast du nicht gesehen. Also nicht professionelle Arbeit. Ja, wenn ihr die gut verteilt habt, müsst ihr die erkennen. Teilweise kann man die in der Software automatisch erkennen oder man muss die händisch erkennen. So, und durch das Erkennen kann man entweder über identische Punktnamen oder über die Geometrien, also die Konstellation, wie ist die Passmarkenkonstellation in meinem Scan mit der Konstellation in dem anderen Scan, die auch automatisch zuordnen lassen. Ne? Der erkennt, oh, hier ist ähnliche Konstellation, ist im gleichen Bereich. Oder die haben gleichen Namen. Also diese Zuordnung, die ich vorhin erwähnt habe, welcher Scan ist zu welcher Nachbar? Ja, und dann rechnen wir alle aneinander. Das wird durch die Passmarken quasi so ein bisschen vorgegeben. Ja, also da erkennen wir das und dann haben wir hinten auch nicht eine exponentielle Rechenzeit. Wenn wir einmal die Passmarken erkannt haben und die Konstellation aufgebaut haben, ist da die Ausgleichungsrechnung eher ein paar Millisekunden oder ein paar Sekunden gemacht. Also dann dürft ihr normalerweise nicht lange rechnen. Ja, also Rechenzeit deutlicher Vorteil. Und wenn ihr es vernünftig gemacht habt, kriegt ihr auch ein Protokoll raus und ihr könntet mit externen Messdaten auch eure Genauigkeit verbessern. Ja, und das ist ein Vorteil. Und dann braucht ihr auch noch Targets, wenn ihr zum Beispiel eures lokales Projekt in ein übergeordnetes Koordinatensystem, wie so ein Landeskoordinatensystem oder Werkskoordinatensystem bringen wollt, dann müsst ihr die bestehenden Referenzpunkte oder eure GPS-Punkte irgendwie einmessen. Das gleiche gilt bei Drohnen. Und wenn ihr das eingemessen habt, dann müsst ihr euch ja irgendwie ausstecken, dass ihr euch im Scan seht. Und dafür kann man die Checkerboard-Targets oder die Kugel-Targets halt sehr gut verwenden. Und wir haben da auch Stative, Prismenstäbe, Adapter, um sowas zu machen. Ja, also da kann man das sehr gut verwenden. So, also vereinfacht gesagt, Indoor-Projekte mit hoher Überlappung, die nicht zu linienhaft sind und nicht zu viel, gehen sehr gut mit dem Scanner. Sachen im Außenbereich sollte man immer checken, ist definitiv eher was für Targets. Oder oftmals für Targets, ich will jetzt nicht, ne, wenn ihr so ein 3D-Innenhof seid, komplett zu, wird das genauso gut funktionieren. Aber wenn es linienhaft ist oder ihr habt nicht genug Umgebung, dann besser mit Targets scannen. Natürlich könnt ihr mit Targets auch Indoor scannen. Wenn ihr die ordentlich verteilt habt, dann geht es halt schneller. Ja, nur genau ich, also nicht nur genau, ich glaube, würde ich jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, also ihr könnt die Genauigkeit besser nachweisen vielleicht. Oder das geht immer mit Targets, natürlich mehr Aufwand. Ne? Und da springe ich jetzt mal in meine, was ich schon erwähnt habe, in die Bachelorarbeit rein, die ich hier noch habe. Und die klicke ich mir hier mal an und gehe hier mit euch rüber. Und die Bachelorarbeit lief hier an der HTW Dresden im Fachbereich Geoinformation, Geomatik, Vermessung. Benjamin Rabisch ist der gute jetzt Bachelor-Ingenieur, der das gemacht hat. Und der Professor Klemen war Erstgutachter und der Dr. Wujens von Scentra war der Zweitgutachter. Und hier ging es darum, verschiedene Scannertypen, Stativscanner, darauf will ich jetzt mal eingehen, weil wir reden von Targets, mobile Scanner in Form von GeoSLAM und Faro Swift, weil das waren jetzt die Geräte, die wir zur Verfügung hatten, einfach mal zu testen, ob man die mit der Scentra-Software zu den Herstellersoftware-Produkten irgendwie noch verbessern kann. Also die Berechnung der Registrierung und was da so rauskommt. Und was haben wir gemacht? Wir haben das Gebäude hier, jetzt muss ich mal schnell springen hier. Ich hoffe, ich finde das jetzt hier auf die Schnelle. HTW Dresden ist ein mehrstöckiges Gebäude. Unten ist eine Mensa drin, das Mensagebäude oben drüber, das Vermessungslabor. Ausdehnung sind 50 mal 17 Meter und haben wir 2 Etagen und die wurden pro Etage verknüpft zueinander gescannt. Beim Faro habe ich vorhin nachgeguckt, waren es 85 Scans, die da gemacht wurden. So. Und das Interessante für uns ist, hier sehen wir nochmal den Workflow. Also, erfasste Punktwolken wurden einmal Ebenen erkannt. Für die targetlose Registrierung wurde hier über Ebenen erkannt, die wurden gematcht und die wurden ausgeglichen.
Und der andere Weg, den man machen kann, sind halt die Zielmarken. Zielmarken erkennen, die ausgleichen und dann wird unten eine Blockausgleichung gemacht. Und wenn es Ausreißer gibt, dann wird die nochmal wiederholt und dann erhalten wir die registrierte Punktwolke. So ist der Workflow. Und hier sehen wir das mal. Hier sind diese Ebenenerkennungen in verschiedenen Farben. Ne? Ich kann zum Beispiel auch Ebenen hier auf Stühlen mal erkennen, wenn die gut dafür geeignet sind. So, und jetzt gehe ich einfach mal durch. Hier sieht man das. PointGap mal so ein Schnittbild hier drin. Wichtig ist, bei den Scannern mit Velodyne-Sensoren wie den GeoSlam, da ist es natürlich sehr schwer, eine Schachbrettmarke zu erkennen, weil die einfach nicht so eine hohe Auflösung haben wie andere Scanner. So, jetzt gehen wir mal rein. Was interessant ist, ich gehe gleich mit euch zur Auswertung hier. Ich will euch jetzt nicht ablenken. So. Hier sind wir drin. Und das Wichtige ist, wir haben hier quasi Gesamtpunkte mit reinfließen lassen. Es gibt Untersuchungspunkte. Untersuchungspunkte sind nicht Teil der Berechnung, sondern sind freie Punkte. Und das Interessante ist, wir haben eine Standardabweichung, wir haben maximale Unterschiede und wir sehen die Standardabweichung mit einem hoch eingemessenen tachymetrischen Kontrollnetz mit, was ich hier, 1 mm Genauigkeit oder so ungefähr oder 0,8 oder irgend so, also eine relativ hohe Genauigkeit auf der Gebäudelänge, ich kann nicht genau sagen, kriegen wir mit, dass das tachymetrisch aus, also mit der Zuhilfenahme der tachymetrischen Punkte und Untersuchungspunkte haben wir eine Standardabweichung von 3 mm hier im gesamten Gebäude mit dem Faro-Scanner, ja. Jetzt, also diesen Meter, das ist schon echt der Hit. Eine Standardabweichung 3 mm aller Punktwolken. Das ist super genau halt. Ne? Überlegt, dass der Scanner nur 1 mm mit plus minus 1 angegeben ist. Und in den Untersuchungspunkten sind unsere maximalen Abweichungen hier 4,6. Ist sogar ein Millimeter genauer, aber es sind theoretische Werte. Ne? Also wie Millimeter hier draußen möchte ich jetzt da nicht kommentieren. Hier über alle Punkte haben wir knapp einen Zentimeter ungefähr in dem gesamten Gebäude zwischen beiden. Da scheiden sich hier wirklich in 0,2 Millimetern. So, und das Interessante ist, bei dem Gebäude von 50 mal 17 Meter, zwei Etagen Indoor miteinander vermessen, heißt es hier, dass wir mit der Verwendung von Scantra und der ebenenbasierten Ausgleichung die Genauigkeit rauskriegen, wie mit einem hochgenauen Vermessungsnetz drin. Und da komme ich ganz zum Schluss hier unten noch zum Fazit und ich hoffe, ich finde das. Also, die Erkenntnisse ist zum Beispiel, dass eben bei dem Faro-Scanner, den man hier verwendet hat und der Ausgleichung über die ebenenbasierte Methode, dass es quasi nichts bringt, hier hochgenaues in Metz reinzugehen, dass man da zum Beispiel dass die Scantra-Software verwenden kann und gleich gute Ergebnisse erhält. Ja, wichtig ist, wir können ähnlich gute Ergebnisse erhalten. Bei Scantra wurde das jetzt hier wissenschaftlich nachgewiesen. Wie das bei anderen Softwareprodukten ist, das weiß ich nicht. Es wird, man wird mit den Daten arbeiten können. Ja? Ob wir wirklich die so genau das rauskriegen, das würde ich jetzt hier nicht unterschreiben, weil das sind unterschiedliche Berechnungsverfahren, wie das gemacht wird. Und Scantra hat sich da schon was sehr Gutes einfallen lassen. Deshalb kann man das sagen, dass hier rausgekommen ist, da funktioniert es. Man ist gleich gut, das ist für mich auch was Neues, dass es da eigentlich nichts mehr bringt, tachymetrische Daten zu nehmen. Und wir müssen ausgehen bei dem Tachymeternetz hier, da wurde, glaube ich, 6 bis 8 Stunden schon gemessen hier drin. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell die waren da, aber es sind mehrere Stunden, die wir uns hier eingespart haben und das gleich in die gleiche Ergebnisqualität rauskriegen. Also, Indoor haben wir bei guten Scannern, wenn wir wissen, was wir machen, wenn die Standpunkte gut sind und wir ein gutes Softwareprodukt haben, können wir quasi jetzt mittlerweile auch ohne Target scannen und kriegen ähnlich gute Ergebnisse raus. Bei der, wie gesagt, immer der richtigen Software, ja, nicht irgendwas, so was ihr sucht. Da müsst ihr gucken, wie funktioniert eure Software da. Also wie gesagt, für Scantra hat man das jetzt mal nachgewiesen. Und ansonsten ist die Erkennung, also wie gesagt, Indoor-Projekte mit vielen Lösungen, die am Markt sind, kriegt man sehr gute Ergebnisse raus. Outdoor ist es immer kritisch, linienhafte Objekte sind kritisch, da vielleicht doch mal eher über Passmarken nachdenken. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt so hier dieses komplexe Thema mal ein bisschen zusammenfassen konnte und vielleicht dem einen oder anderen mal helfen konnte, vielleicht als Anmerkung, dass er weiß, okay, ja, da und da war das Problem und denkt mal drüber nach und vielleicht eben da auch seine Projekte retten. Und noch ganz wichtig, vergesst das nicht, wenn ihr quasi über Punktwolken rechnet, also nicht über Ebenen-Matching, auch das dauert kostet Zeit, wie immer die Programmierer sagen, ist teuer. Also bei Punktwolken zusammenrechnen und zusammensuchen, wo ist was, wenn eure Sensoren euch da nicht helfen, immer dran denken, exponentiale Funktionen. Also ich habe hier Typen schon mit 3000 Scans völlig an ihren Projekten abbrechen sehen
Und die waren dann auch nicht zu retten. Und bevor ihr in so ein Desaster reinfahrt, nehmt lieber und nicht 3000 Scans. Fangt an bei 3500 Scans. Ab da lohnt sich das schon mal nachzudenken. Kann meine Software das? Habe ich das mal probiert? Und wenn es nicht ist, würde ich mir lieber irgendwie Cluster bilden, ein paar Passwortpunkte rein, dann weiß ich auch, dass es funktioniert. Ja, wie gesagt, ich meine, die Scanter-Leute haben mir gesagt, dass die schon mit 1000 Scans gerechnet haben, dass das bei denen kein Problem ist. Bis 3000, glaube ich, haben die, glaube ich, Daten vorliegen, muss man mal nachfragen. Aber das gilt definitiv nicht für jede Software. Ja, also 3000 Scans in VOC würde ich, glaube ich, nicht machen. Und von Leica-Kunden habe ich Ähnliches gehört, dass da 3000 Scans in Cyclone, auch wenn man da nicht vernünftig das aufteilt, rein durchrechnen, wird auch schwierig werden, so das, was Leute mir berichtet haben. Und bei Trimble kann ich nichts zu sagen, da fehlen mir jetzt die Erkenntnisse, aber ich würde sagen, die meisten Software-Systeme, so wie die geschrieben sind, werden sich damit schwer tun. Also große Anzahl, eventuell wirklich drüber nachdenken, kleinere Bereiche machen und das so wie verrechnen oder eben noch zusätzlich Passmarken mit reinnehmen. Das ist immer ein Punkt, wo man sich vorher mal oder mal einfach nachfragen will, Support kann eure Software das. Das ist wichtig und damit habe ich euch, glaube ich, eine Menge geholfen, hier zu wissen, wann ihr Passmarken verwendet und wann nicht.